In diesem Video möchte ich Ihnen das COBA-Zündsystem vorstellen. Das Zündsystem besteht aus einem Zündmodul und einer Fernbedienung. Widmen wir uns zuerst dem Zündmodul. Das Zündmodul ist massiv gefertigt, sehr robust gebaut. Die Komponenten im Innern sind komplett modular. Das bedeutet, dass wenn das Board, das Gehäuse, irgendein Kabel, irgendetwas kaputt gehen sollte, bekommt man alles als Einzelteile geliefert und kann mit einem einfachen Schraubenzieher problemlos auseinandergeschraubt, die defekten Komponenten ausgetauscht und dann wieder zusammengeschraubt werden. Das Zündmodul verfügt über 18 Zündpositionen. Wenn ich das System mit dem Schlüssel einschalte auf die Position Test, werden gleich zu Beginn hier unten diverse Informationen angezeigt. Gehen wir die kurz durch. Als erstes erscheint die Firmware, also die Software, die auf diesem System installiert ist. 2.1.0. Schalt nochmal aus, nochmal ein. Die zweite Information war A04. Jedes Zündmodul bekommt eine eigene individuelle Gerätekennung, in diesem Fall eben diese A04, wozu das ist in einem späteren Video dann erklärt. Die dritte Information ist 1P9, 2P9. 1P und 2P ist ein Bezug auf diese Batterien im Hintergrund. Auf der Rückseite kann die Batterie 1P und die zwei Batterien 2P eingesetzt werden. Es handelt sich hierbei um normale 9-Volt-Batterien. Es können Alkali- wie auch Lithium-Batterien eingesetzt werden. Die Batterie 1P versorgt den Computer mit Strom und versorgt auch die ganze Elektronik, alles komplett mit Energie. Die Batterien 2P sind nur für die Zündenergie zuständig. Zwei 9-Volt-Batterien in Serie geschaltet, das heißt, wir haben hier eine Zündleistung von 18 Volt. Die Zahl hinter dem P, also 1P9, 2P9, deutet auf die Batteriespannung an. 9 ist das Maximum, das bedeutet, die Batterien sind voll. Also 1P hat im Moment Batteriestatus 9, also voll, und 2P ist auch voll. 0 ist das Geringste. So, nachher kommt TST, also für Test. Während dieser Testphase werden alle LEDs geprüft. Es werden sämtliche elektronischen Bauteile hier redundant mehrfach geprüft. Das heißt, die einen Bauteile überwachen die anderen. Und es würde hier dann eine Fehlerkennung erscheinen, Errorcode, um anzuzeigen, was defekt ist. Zum Beispiel, wenn ich eine Taste gedrückt halte oder eine Taste klemmt und ich schalte das System ein, erscheint Error 3. Das System verfügt hier über ein paar Tasten. Was tun diese? Den ersten Knopf, der einfachste, ist hier mit Light beschriftet. Light ist für die Tastaturbeleuchtung hier zuständig. Ich kann hier ausschalten das Licht und dann wird das LCD-Display leuchtet dann heller. Das ist für einen Tagmodus. In der Nacht ist dieses abgedunkelt, weil man sieht es ja dann sowieso besser im Dunkeln, und diese Tasten sind beleuchtet. Die Helligkeit kann durch langes Drücken auf den Leichtknopf sogar noch variiert werden. Dann haben wir Channel Plus und Channel Minus. Hier kann ich diesem Modul einen Kanal zuweisen. Also ich kann sagen, dieses Modul ist zum Beispiel Kanal 1.
So, so sieht man es besser. Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3. Das geht von Kanal 0 bis Kanal 99. Ich kann also 100 verschiedene Kanäle definieren. Für die weiteren Funktionen schließe ich einen Elektrozünder an. Um einen Elektrozünder zu simulieren, habe ich hier ein kleines Lämpchen. Ich schließe das jetzt mal an Position 1 an. Ich lege noch etwas darunter, damit man es besser im Video sieht. So. Standardmäßig beim Einschalten geht das Gerät in den sogenannten Testmodus. Wenn ich jetzt Test drücke, leuchtet hier die LED 1 kurzgrün auf. Das bedeutet, ich habe hier bei Kanal auf diesem Zündmodul bei Position 1 Durchgang. Jetzt für die 18 Zündpositionen habe ich hier diese 18 LEDs, die mir durch Drücken des Testknopfs anzeigen, wo ich Kontakt habe. Um die Reichweite des Systems zu erhöhen, kann man hier diese Antenne draufschrauben. So. Der Schlüsselschalter steht im Moment noch auf Test. Wenn ich das Gerät so stehen lasse, schaltet es sich nach wenigen Minuten automatisch in einen Schlafmodus um, um Strom zu sparen. Im Schlafmodus kann das System sehr, sehr viele Stunden ruhen, ohne dass das Gerät die Batterien leer saugt. Schalten wir das System scharf mit dem Drehschalter auf Arm. Das System bleibt im Testmodus. Ich kann auch hier wieder Test drücken, sehe die grüne LED leuchten. Wie bereits erklärt, ist das System sehr robust gebaut. Öffnungen sind abgedichtet, die Elektronik ist mit zusätzlichem Schutzschlack versehen, um auch bei Eindringen von Feuchtigkeit den Computer wirksam vor Schaden zu beschützen. Wer trotzdem einen zusätzlichen Schutz möchte, kann einen separat erhältlichen Seahorse-Koffer erwerben. Beim Zündmodul ist der Schaumgummi dabei und dieser passt perfekt hier in den Seahorse-Koffer. Das Gerät einlegen. Mit einer zusätzlichen eleganten Aluminiumplatte kann hier das Zündmodul fest im Koffer verankert werden. Mit diesem Antennenkabel kann die Antenne extern an den Koffer hinausgeführt werden. Der Koffer verfügt über Aussparungen links und rechts, damit die Kabel nach außen geführt werden können und der Deckel komplett geschlossen wird. So drückt es die Kabel nicht ab und es kann auch bei strömendem Regen zuverlässig gezündet werden. Kommen wir nun zur Fernbedienung. Es sind zwei Fernbedienungen erhältlich, die günstigere 18R wie auch die etwas teurere 18R2. Der größte Unterschied ist, dass die 18R2 programmierbar ist. Das heißt, über diesen USB-Anschluss können Programme in die Fernbedienung übertragen werden, damit man hier ganze Pyroshows automatisch auf Knopfdruck zünden kann. Das besondere Feature aber haben beide
Fernbedienungen gemeinsam. Und zwar sind beide Fernbedienungen bidirektional. Das heißt, die Fernbedienung kommuniziert mit dem Zündmodul und das Zündmodul kommuniziert aber auch mit der Fernbedienung. Und das bietet ganz spezielle Funktionen. Schalten wir die Fernbedienung ein. Auch hier zuerst die Firmware, dann der Batteriestand und die Meldung Test. Ich schalte das Zündmodul ein. Zu Testzwecken habe ich hier auf Position 1 bis 4 vier simulierte Elektrozünder angeschlossen. Ich kann das schnell zeigen. Ich drücke auf Test und die Lämpchen 1 bis 4 leuchten auf. Und jetzt sieht man bereits auch hier die beleuchteten Tasten. Ich kann dieses auch ausschalten über den Light-Knopf. Und jetzt das Spezielle ist, ich sehe an der Fernbedienung, dass ich auf dem Kanal 1 1 bis 4 hier Elektrozünder angeschlossen habe. Das heißt, ich sehe am Sender, sehe ich, okay, welche der 18 Anschlüsse belegt sind. Ich kann hier mit Channel auf und ab, wenn ich mehrere Koffer im Einsatz habe, jeden einzelnen Koffer anwählen und sehe hier, wo dass ich Elektrozünder angeschlossen habe, wo ich Durchgang habe. Viele Hersteller von Zündanlagen preisen ihre Produkte an mit so und so viel Meter Reichweite. 100 Meter, 200 Meter, 500 Meter, 1000 Meter. Aber die Reichweite ist sehr abhängig davon, ob man Sichtdistanz hat, ob etwas dazwischen ist, ob störende Faktoren die Funkverbindung behindern. Wichtiger wäre es doch zu wissen, hat man jetzt hier wirklich Empfang und nicht nur was im Prospekt steht. Und bei diesem biridirektionalen System kann man genau dies tun. Hier dieser Sync-Knopf, mit diesem Sync-Knopf einmal angetippt, sehe ich hier oben kurz eine Zahl, Minus und ein Wert. Ich kann hier x mal drücken und sehe hier die Zahl. Diese Zahl, Minus und ein Wert, zeigt an, wie stark das Signal ist zwischen dem Sender und Empfänger. Alles bis minus 75 garantiert einen Abschuss. Das heißt, solange die Zahl nicht höher als minus 75 ist, ist die Kommunikation gewährleistet. Also alles von 0 bis minus 75 ist okay. Es ist sogar noch ein bisschen höher möglich, aber als Richtwert nutzen Sie die minus 75. Also hier sind wir sehr nahe dran, haben natürlich sehr tiefe Werte, also kein Problem. Getestet wurde das System bereits über 1000 Meter auf Sichtdistanz und konnte problemlos ausgelöst werden. Unterhalb des Sync-Knopfes blinkt eine orangefarbene LED, beschriftet mit dem Buchstaben S. Diese zeigt an, dass Sie mit dem Empfänger, der ebenfalls eine S-LED hat, die blinkt, kommuniziert. Wenn ich das System das erste Mal einschalte, sucht es Koffer in Reichweite und zeigt sie mir hier oben dann an. 0, Kanal 1, hier. Es leuchtet hier die Ziffer 1, das heißt, sie hat einen Koffer gefunden. Jetzt bin ich wieder auf Kanal 1. Also hier, je mehr Koffer ich eingeschaltet habe, desto höher ist dann dieser Wert. So kann ich schauen beim Einschalten der Fernbedienung, ob ich zu allen meinen Zündmodulen auch Kontakt habe. Das ganz Spezielle ist das bidirektionale Zünden. Ich kann direkt von der Fernbedienung aus auf den Arm-Knopf drücken und sämtliche Empfangsmodule werden jetzt in den Scharfmodus gestellt. Jetzt fällt das System nicht mehr in den Schlafmodus, sondern es ist immer on.
Ich kann jetzt ganz einfach durch Drücken der Taste 1 bis 18 die einzelnen Kanäle auslösen. Kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 18. Beim 18R2 ist speziell, dass er hier dann anzeigt, welche, dass ich schon geschossen habe und welche die letzte war, die ich gedrückt habe. Das heißt, welche Position schon geschossen wurde, erscheint hier oben eine rote LED. Und diejenige, die ich als letztes gedrückt habe, die blinkt dann rot. Ich kann das vielleicht schnell zeigen. Ich drücke hier auf die Taste 1, 2, 3, 4 etc. Ich kann jetzt auch einen anderen Koffer anwählen, den auf dem Kanal 2 ein Empfangsmodul, und sehe, hier habe ich noch gar nichts gedrückt. Ich kann zurück und die geschossenen sind gespeichert. Ich sehe also, auf Kanal 1 habe ich 1 bis 3 gezündet, die letzte Position war die Position 4. Die 18R2 schickt die Zündbefehle überlagernd an die Empfangsmodule. Bei der Fernbedienung 18R, die etwas günstigere ist, die schickt einfach nacheinander 12 unabhängige Zündbefehle. Das bedeutet, dass man ungefähr 0,5 Sekunden warten muss, bis man den nächsten Kanal auslösen kann. Hier ist es so, dass man einfach wirklich überlagernd mehrere Befehle an die Zündmodule schicken kann und keine Verzögerung auftritt. Also ich kann hier drücken wie verrückt, kann auch mehrere zusammendrücken, kein Problem. So, gehe hier wieder auf einen anderen Koffer, so, hier noch drücken. So. Und jeder Koffer, jeder Empfangsmodul, den ich ausgelöst habe, zeigt, wird gespeichert, damit ich sehe, was ich wo schon geschossen habe. Schalte das wieder aus. Wenn ich die Fernbedienung ausschalte, nach wenigen Sekunden schalten sich die Empfangsmodule automatisch aus und gehen wieder in den Testmodus und schlafen ein. Sie können einfach wieder geweckt werden, indem ich die Fernbedienung einschalte. Voilà. Hier sehe ich wieder, dass 4 Kanäle angeschlossen sind. Und ich kann jetzt wieder Arm drücken und die Zündmodule scharf schalten. Was ich auch machen kann, ich kann mit dem Step-Knopf einfach den nächstfolgenden auslösen. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich hier Step drücke, das 1 auslösen, das 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so durch. Und am Ende springt er automatisch auf Kanal 2, also den nächsten Zündkoffer. Jetzt könnte ich den durchzünden. So kann man 100 Koffer nacheinander auslösen und muss nur immer auf die gleiche Taste drücken. Man kann natürlich jetzt immer wieder individuell nochmal reindrücken und das auslösen, was man will. Die dritte Zündfunktion ist Autofire. Mit Autofire besteht die Möglichkeit, dass ich im Abstand von 0,1 bis 99 Sekunden Kanäle automatisch auslösen kann. Und zwar möchte ich jetzt zum Beispiel Kanal 13 bis 17 im Abstand von 0,5 Sekunden auslösen. Ich stelle hier unten die Zeit ein, 0,5, drücke Autofire, zuerst scharf schalten. Autofire, S für Start, also ich möchte bei 13 beginnen, bis zu 17, End 17. Wenn ich jetzt Autofire drücke, wird dieses Programm so ausgelöst. Funktioniert auch rückwärts. Zum Beispiel von 12 bis 1
rückwärts. Autofire.